Scheiße, nichts wie weg hier. Da sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Oh, da fallen sogar Blätter runter. Nicht schlecht. Okay. Warum sind das auf einmal so viele? Ach nee, das ist... Entschuldigung. Ich habe ihm gesagt, er ist hier falsch. Kollege am Boden, schieß! Alles klar. Vielen Dank für die Zielunterstützung. Genau, ich würde auch erst dahin laufen und... Oh, da ist noch einer. Und dann die Waffe ziehen. Man kennt es. Erst aus der Deckung, okay, dann die Waffe. Wir haben sie abgehängt. Wie ging das nochmal? Ah. So. Komm ich nach Hause, Vito. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. So, es ist nur unser... Also jetzt ist nur unser... Also unser Aussehen ist... Straßensperre nahe der Chinatown Station. Unser Auto noch nicht. Dann würde ich sagen... Wir gucken mal, ob wir da hinten zu diesem Hutladen kommen. Ja, ja. Bla, bla, bla. So, ohne... Haben wir überhaupt Kohle? 500. Ich weiß nicht, was so ein Anzug kostet. Aber wir brauchen ja so... Oh, sowieso einen neuen, ne? Alter! Keine Zeit für den Scheiß. Achso. Hemd mit Hose. Passt. Reicht mir. $25. Kann man mal machen. So. Ich bin ready. Ich hoffe mal, ich habe Aufnahme gedrückt. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die alle so ungeduldig sind. War das damals auch schon so schlimm? Ekelhaft. So. Einmal Joe nach Hause bringen. Wir werden aktuell, glaube ich, gar nicht mehr gesucht. Das gefällt mir. Und was ich mich schon seit Ewigkeiten frage, funktioniert diese Tankanzeige da unten? Also, wenn wir jetzt theoretisch dauerhaft mit dem gleichen Auto fahren würden, Alter. Ach, wir sind schon da. Verbrauchen wir dann Sprit und müssen wir irgendwann tanken? Entschuldigung. Das würde mich tatsächlich interessieren, aber hey. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen. Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tonks gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Mhm. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig. Ja, das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige. Sind wir jetzt zu Hause? Trophäe erhalten. Chop Suey. Alles klar. Hey, das ist echt nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Aber hey. Kapitel 14. Weg in den Himmel. Oyster Bay, 25. September 1951. Mhm. Wir sind wieder in unserer Notbehausung. Ist ja unglaublich. Erstmal hier, erstmal. Nein, was zu essen hier? Eine Flasche Bier erstmal hier. Kein Bier vor vier, aber zum Glück haben wir ja schon. Naja, keine Ahnung, weil es gibt keine Uhr. Da? Nee, das ist Sender. Wo ist denn... Da.
Hallo. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Jo, haben wir uns nicht vorhin... Hemd mit Hose, alles klar. Was relativ Schickes gekauft. So, bist du schon da? Theoretisch könnte ich auch alle meine Autos verkaufen, ne? Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ha? Huh? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Mhm. So ist das. So. Und wieder einmal müssen wir fahren. Ich glaube, die NPCs hier können nicht fahren. Was weiß ich. So, Greenfield. Okay, aber sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen und noch heute über die Bühne gehen. Mhm. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun hatten, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hältst du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Gott. Ja, das hört sich ja echt wahnsinnig geil an. Was ein Plan. Wenn er echt noch unter Polizeischutz steht, dann war es das, oder? Also, damit reiten wir uns doch noch mehr in die Scheiße. Was war das denn jetzt für ein Grafikfehler, Alter? Also, seitdem ich dieses Spiel gekauft habe. Wann kam es raus? Juni? Mai, Juni? Ich weiß es nicht mehr. Kam zwei- oder dreimal ein recht großer Patch. Und es läuft immer noch nicht flüssig. Und es hat immer noch übelste Grafikfehler. Also, bitte. Da ist das Remaster von Mafia 1. Ist ein Remaster, ist ein komplettes Remaster, ne? Remake? Komplettes Remaster? Ich hab keine Ahnung. Das neue Mafia 1 sieht super aus. Ey, das ist echt top von Grund auf nochmal überarbeitet. Jetzt bin ich am Labern und hab wieder nicht auf die Karte geguckt. Wo müssen wir hin? Greenpeace? Green Village? Green irgendwas? Ist der Tacho in Meilen oder in Kilometern? 70. Das sieht verdammt schnell aus für 70. Obwohl, ich glaube 70 Meilen sind 100... Was ist denn das? 70 Meilen sind 140, 145 so um den Dreh. Gut. Gut.
Gott, dieses ewige Hin- und Her-Gekurve, ne? Polizei. Oh, verdammt, ich krieg Hunger. Gar nicht gut. Hallo. 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 Weißt du noch, was du sagen sollst? Ja. Gut, dann kann's ja losgehen. Oh Gott, was kann er was werden? Das sieht eindeutig. Wenn er ein Aussteiger ist und das beim FBI verpfiffen hat. Ach Leute, es gibt doch wieder eine Verfolgungsjagd. FBI. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Aha. Noch auffälliger geht's nicht, ne? Aber vielleicht geht's ja auch um die Message. Was weiß ich schon? Ich sagte, ein Himmelsschlag. Die Jungs da drüben? Scheiße, los, alles los, klar. Los! Zieh weg hier! Wir haben einen Tötungsbericht. Tatverdächtiger ist bereit. Agent Cox, wir brauchen Verstärkung in Greenfield. Sofort, verdammt! Ich dachte, er hat's verdient. Lucha! Oh, Scheiße. Er stand tatsächlich unter Polizeischutz. Oh, Scheiße. Das sieht Eddie ähnlich. Unwichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Tja. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Richtiger Eddie. Das war knapp. Okay. Bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Wo ist Kingston? Oh nein, Polizei. Oh nein, von hinten auch, Alter. Ernsthaft. Scheiße, 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 scheiße. Oh, wir müssen auf der Karte gucken, dass wir einmal schön dazwischen bleiben. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber... Der biegt links ab und der bleibt auch nicht stehen. Sehr gut. Aber da müssen wir halt nicht her. Scheiße. Was? Das ist ja gar nicht die Bremse. Ha! Geiler Scheiß. Da ist noch ein Ohr. Das ist unglaublich. Fährt er rechts? Der fährt rechts, ne? Der fährt links. Der fährt geradeaus. Alter! Arschloch. So. Ab nach Kingston. Einen anderen Wagen holen. Jetzt muss ich mir eigentlich schon wieder was Neues zum Anziehen besorgen. So ein Scheiß. Naja. Hätten wir nicht einfach zu Fuß gehen können? Oder uns ein neues Auto holen können? Nein, direkt wieder in die Karre setzen. Hemd mit Hose, Hemd mit Hose, Lederjacke mit Hemd, Freizeitanzug, Regenmantel. Nein, Freizeitanzug. Und dieses Mal einfach mal den. Mit Hut? Mit Hut. Alles klar. So. Geh weg da. Spacko. Ah, wir müssen wahrscheinlich den Wagen wieder mitnehmen, ne? Alles klar. Ernsthaft. Oh, Scheiße. Ja, das lief ja wieder wie am Schnürchen. Mach mal den Kofferraum zu, Alter. Weißt du, der Ton ist verbuggt. Ey. Aber ich bin ja selber schuld, ich hab's mir gekauft. Ich hab's mir ja gekauft, trotz Reviews und diverser Kritiken. Naja. Irgendwie habe ich vergessen, wo die Handbremse ist. Aber Kreis, so wie es üblich ist, ja. Läuft. Hier ist also Kingston, okay. Kann man sich eventuell merken. Eventuell. So.
Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. Was? Blöder, dafür nehme ich deine Karre mit. Oder auch nicht. Oh, fuck. Kann man da drüber? Natürlich nicht. Kommt man da drüber? Natürlich. Natürlich. Ist klar. Ist klar. Ah, erstmal hier weg. Ey. Wie die einfach in eine Menge Passanten schießen, Alter. Ey, was für Flachpfeifen, ey. Komm. Mach auf. Ich will nach Hause. Mach an. Loser. 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 Okay, reicht. Sonst schlägt das Karma gleich wieder zu. Was müssen wir eigentlich machen? Fahr zu Derek und erkundige dich, ob er Arbeit für dich hat. Okay. Wie gesagt, vielleicht kann ich ein paar Autos abladen. Irgendwas. Weiß ich nicht. Irgendwas Seltenes. Wunderschönes. Huch. Nur fliegen ist schöner, wa? Oh nein, Polizei, Polizei. Alter Vater. Was ist das? Jawohl. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen eingenässt. Aber ich bin zu schnell. Ja, 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 ja. Geduld. War hier nicht. Ach so. Ey. Also, was bist du für ein Mongo? Entschuldigung. Sackgesicht. Ich muss die Cops abschütteln. Alter, ich wollte doch nur... Hä? Was? Nicht schießen! Was zur Hölle? Was? Kollege am Boden, schieß! Verstanden. Ist das euer Scheiß ernst? Raus! Hauen Sie ab! Also. Alter, ich wollte doch nur. Ma'am? Ich würde gerne. Den Bullen im Nacken kann ich da nicht hin. Achso. Sehr schön. Noch eins stehlen. Mit einer Waffe haben sie hier nichts verloren. Ja. Ich hab vergessen, wie ich die wegstecke. Geht doch. Danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für... Naja, für die Hemden. Ist überhaupt nicht eskaliert. Kein bisschen. Aber wir sind jetzt wieder relativ... auf freiem Fuß, hoffe ich. Oh, ich wollte gerade sagen, irgendwas hört sich hier aber metallisch an. Naja. Erstmal gucken, ob Derek irgendwas für uns hat. So. Müssten auch gleich da sein. Da ist irgendwo der Hafen. Oh, ich sollte nach vorne gucken. Ist, glaube ich, gesünder für mich. So. Komm, morgen mit den drei Reifen erstmal ordentlich Gas geben hier. Entschuldigung. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Gut, dass es ein Navi gibt. 1951. Siehst du, ich hätte nämlich die erste Ausfahrt genommen und nicht die hier.
Oh, die Bremsen sind auch ein bisschen beschissen, wenn man auf einer Felge fährt. Aber hey. Also ich sehe da auf jeden Fall was Grünes an der Ampel, also gib Gas. Ach ja. Wenn du mich noch einmal ausbremst, ne? So, wollen wir doch mal gucken, was der gute Herr für uns hat. Auf jeden Fall schon mal eine neue Karre. Sehr schön. Oh, aber ich würde sagen, das bewerkstelligen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.